In Vorbereitung auf das Corporate Learning Camp 2013 ist mein Gast heute Birgit Spieß, Diplom-Ingenieurin für Informationstechnik und Master of Arts, Medien und Bildung, Mediendidaktik und Pädagogik und, wenn ich richtig informiert bin, frisch gebackene Frau Doktor. So ist es, genau. Wunderschönen guten Tag. Wir gratulieren. Dankeschön. Und jetzt, wo der Titel vorne dranhängt, dürfen Sie auch über die Ergebnisse Ihrer Dissertation berichten. Und zwar war das Thema Vergleich der Nutzung sozialer Netzwerke bei amerikanischen und bei deutschen Studenten. Genau so war es. Und Sie sind auch wirklich jetzt der Allererste, dem ich das erzählen darf. Ja, also draußen im Radioland hören noch 10.000 mit. Von daher, was sind denn die Unterschiede? Ja, also wie Sie es gesagt haben, ich habe in einer ziemlich aufwendigen Studie deutsche und amerikanische Studierende verglichen. Ich habe dort Tagebücher sie machen lassen, ich habe sie Interviews machen lassen und mit ihnen Interviews geführt und es gab noch eine große Online-Befragung. Und das Thema war ja Lernen im Social Web und ich habe zuerst mal versucht herauszubekommen, was heißt denn für die Studierenden überhaupt Lernen? Also wie assoziieren sie das? Und um Anhaltspunkte zu finden im Social Web, habe ich den Lernbegriff so ein bisschen weiter gefasst. Habe gesagt, also Lernen ist eigentlich alles, was diesen ganzen Lernprozess unterstützt, die Umgebung und das Verhalten, Motivation und die Bedingungen, die der Lerner mitbringt und so weiter. Und da gab es den ersten großen Unterschied. Die deutschen und die amerikanischen Studierenden assoziieren Lernen wirklich unterschiedlich. Das war etwas, was ich so nicht erwartet hatte. Es gab verschiedene Punkte, verschiedene Items, an denen man das festmachen kann. Man konnte es auch sehr schnell in den Interviews sehen. Ich nehme mal drei einfach raus. Also zum Beispiel habe ich danach gefragt, ist denn Lernen für Sie, hat das was zu tun mit dem Gewinn von neuen Einsichten und neuen Ansichten? Und die deutschen Studierenden können dem zustimmen, zu 65%, aber die amerikanischen Studierenden stimmen dem zu weit mehr als 80% zu. Also deutlich mehr. Noch stärker ist der Unterschied, wenn man fragt, hat denn Lernen für dich was zu tun mit der Erweiterung von Lebenserfahrung? Und da sagen die deutschen Studierenden, ja, so zu 35%, das hat schon was damit zu tun. Die amerikanischen Studierenden sagen aber zu mehr als 65%, das bedeutet für mich wirklich eine Erweiterung von eigener Lebenserfahrung. Und was ich wirklich so auch nicht erwartet habe, war dieser Unterschied, hat denn Lernen für dich irgendwas zu tun mit dem Bearbeiten von Skripten? Das hatte ich sie gefragt. Das kam auch in den Interviews heraus. Und dann sagen die deutschen Studierenden ja zu 61% und die amerikanischen Studierenden sagen zu 25%. Das hat was mit Lernen zu tun. Und wobei, und das ist an der Stelle interessant, die amerikanischen Studierenden und die deutschen gleich häufig mit Skripten arbeiten. Wie würden Sie diese beiden Daten und die Unterschiede interpretieren? Ja, da haben wir viel diskutiert, auch unter den anderen Doktoranden und mit den Professoren. Und ich glaube, es gibt möglicherweise, also erstmal abgesehen von den kulturellen Unterschieden, möglicherweise auch eine andere Assoziation zwischen Lernen, Bildung und Leistung. Also möglicherweise könnten die deutschen Studierenden das viel stärker trennen. Was heißt Lernen für mich und was heißt Bildung für mich? Und die amerikanischen Studierenden sehen das eher als eins, als ein Ganzes. Interessant war für mich aber auch, dass in den Interviews die deutschen Studierenden viel häufiger differenziert haben, wo das Lernen stattfindet. Also sie haben ganz häufig gesagt, wenn Lernen in der Universität stattfindet oder in der Schule, da habe ich ja auch viele negative Erfahrungen. Aber es ist für mich auch etwas, was nicht unbedingt Spaß macht, was nicht unbedingt mich weiterbringt. Das muss ich machen, das hat was mit Anstrengung zu tun und mit Verzicht auf etwas. Und aber Lernen außerhalb der Schule, im Sportverein und so weiter, das macht Spaß. Also ich lerne gerne eine neue Sprache, wenn ich in dem Land bin. Ich lerne gerne Surfen, wenn ich irgendwo bin. Aber das benennen die gar nicht als Lernen. Und ich glaube, da haben wir durchaus Potenzial, wo man ansetzen könnte, wenn man einfach mal nachfragen könnte, wo kommt diese Meinung her, diese Auffassung her. Das haben Sie jetzt positiv ausgedrückt. Könnte man im Umkehrschluss auch sagen, wir sind Opfer unseres Schulsystems? Ja, habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht und an der Stelle muss man vielleicht auch nochmal so ein bisschen vergleichen, das System der amerikanischen und der deutschen Hochschullandschaft, ja, und auch des Lernsystems selbst. Was mich, als ich in den USA diesen Forschung begeistert habe,
unschlagbarer Optimismus. Dieser Glaube an sich selbst und an den anderen und dass man, wenn man neue Ideen hat, dass diese Ideen auch einfach nicht in Zweifel gestellt werden, dass man unterstützt wird, selbst wenn die Idee noch so absurd ist. Und ich glaube, da geht etwas kritischer mit um. Da wäre meine nächste Frage: Ist einer der Gründe, warum die Unterschiede so groß sind, auch die Benutzung von Technologie, also Rechner, iPad, iPhone, was es alles gibt im Lernbereich? Dafür habe ich keine Hinweise gefunden. Also ich habe die Studierenden in den Interviews gefragt, wie sie die Medien nutzen, wofür sie sie nutzen. Ich habe auch in den Tagebüchern, die Studenten mussten ja 14 Tage eine Aufzeichnung machen über das, was sie tun in Bezug auf das Studium, und auch in der Online-Befragung hat sich gezeigt, dass es ziemlich identisch ist. Also man kann am Ende ranken, welches Medium wofür genutzt wird, und da gibt es so gut wie keine Unterschiede. Also Technologie scheint da keinen Einfluss zu haben. Was allerdings unterschiedlich ist, und das hatte sich am Rande der Studie so ein bisschen herausgestellt, war zum Beispiel die Nutzung von Technologie im Studium in Bezug auf Online-Kurse und auch auf Lernplattformen. Also die amerikanischen Studierenden setzen die viel häufiger ein und vor allem auch, um selbst zu diskutieren, um Material hochzuladen, um miteinander zu kooperieren. Und bei den deutschen Studierenden beschränkt sich das in der Regel auf den Download und auf die Information. Und wenn man da versucht, das zu erklären, dann war ein Versuch von mir, dass es im Studium der amerikanischen Studierenden ja gefordert wird und wirklich auch ein Bestandteil ist im Curriculum, während das an deutschen Universitäten häufig ein freiwilliger Teil ist. Kann man sagen, dass dann die deutschen Studenten ein Manko haben, was die Skills für das 21. Jahrhundert angeht? Ich glaube nicht, dass sie einen Manko haben. Ich glaube eher, in Bezug auf das Studium wird es nicht gefordert, nicht eingefordert. Und da kann man natürlich auch fragen, warum das nicht eingefordert wird. Aber ich habe noch ein ganz anderes interessantes Ergebnis, was da vielleicht mit hineinspielt. Ich habe gefragt nach dem Verständnis von Netzwerk, also versucht herauszufinden, wie vernetzen sich die Studierenden, was bedeutet für sie das Netzwerk, was gibt es ihnen? Und das war so der zweite große Punkt, wo sich die beiden Studierenden unterscheiden. Fragt man nämlich die deutschen und die amerikanischen Studierenden, ob sie meinen, dass sie von dem Netzwerk profitieren können, ob sie meinen, dass sie hier ein Teil einer großen Gemeinschaft sind und dass sie etwas geben und nehmen im Netzwerk, also dass sie, wenn Hilfe gebraucht wird, unterstützen, aber auch Hilfe bekommen, dann stimmen diesen Aussagen die amerikanischen Studierenden weitaus häufiger zu als die deutschen Studierenden. Und das hat mich schon erstaunt. Genau, also an der Stelle habe ich mich dann auch gefragt, hat das Netzwerk überhaupt im Studium einen Platz und wird es als Ressource erkannt, um sie zum Lernen zu nutzen? Und aus den Tagebüchern war schön zu erkennen, was die Studierenden in den sozialen Netzwerken machten. Und das Ganze habe ich dann auch nochmal in der Online-Befragung untersucht. Und man konnte hier sehr, sehr schön sehen, dass die Studierenden das unterschiedlich machen in beiden Ländern, aber dass ein großer Teil, nämlich zwischen 15-45%, mindestens einmal in der Woche oder mehrmals täglich das soziale Netzwerk nutzen, um etwas für das Studium zu machen. Das also hat da wirklich schon einen richtigen festen Platz bekommen, wobei das entsprechend meiner Ergebnisse eher nicht bewusst zu sein scheint. Wenn man nämlich die Studierenden fragt, ob sich das Lernen und die Kommunikation verändert hat durch soziale Netzwerke, so stimmen sie dem in Bezug auf die Kommunikation zu, aber nicht in Bezug auf das Lernen. Da kommt ganz häufig die Aussage, ja, das mache ich so wie immer, aber es lässt sich nachweisen, dass das ein Widerspruch ist. Das passt nicht mit den Ergebnissen aus den Tagebüchern zusammen und auch nicht mit den Ergebnissen aus der Online-Befragung. Aber interessant ist hier vielleicht auch nochmal, wenn man schaut, was in den sozialen Netzwerken gemacht wird. Die deutschen Studierenden machen zu fast 50% Organisation und Absprache. Und das ist das, worauf die amerikanischen Studierenden am ehesten verzichten können. Das machen die auch nur zu 16% ungefähr. Also eine ganz unterschiedliche Nutzung der Netzwerke selbst.
Okay, was glauben Sie, erwartet H&R-Manager, wenn Sie in Zukunft diese Generation von Studenten bei sich im Unternehmen begrüßen dürfen? Ja, also zum einen können Sie sich freuen auf diese Generation, weil das wirklich eine Generation ist, die mit der Technik spielend umgeht, die sich dort genauso zu Hause fühlt wie auch im realen Leben. Also es ließen sich auch in meiner Studie keine Beweise dafür finden, dass die Mediennutzung die Studierenden irgendwie ja unsozialer macht, sie irgendwie davon abhält, das reale Leben zu genießen und sich auch im persönlichen Leben ja gut zu vernetzen. Aber was interessant ist, sind aus meiner Sicht einfach zwei Fragen. Also zum einen, wenn man festhält, dass Vernetzung wichtig ist. Aber wenn wir davon ausgehen, dass eine Vernetzung wichtig ist, weil die Probleme ja auch in den Unternehmen komplexer werden, ja, dann müsste man fragen, was hält die deutschen Studierenden, in dem Fall dann nachher die neue, junge Generation in den Unternehmen davon ab, das Netzwerk für mehr zu nutzen als nur für Organisation und Absprache. Also aus meiner Sicht fehlt da möglicherweise ein Vertrauen in das Netzwerk, aber auch ein Vertrauen in die Personen. Also wenn ich davon ausgehe, dass ich nichts bekomme aus dem Netzwerk und auch nichts gebe, dann würde sich für mich die Frage stellen im Unternehmen, wie kann ich es schaffen, dass meine Mitarbeiter ein solches Vertrauen bekommen und dort auch wirklich mitarbeiten, das als Ressource zu nutzen. Und eine zweite Frage ist, wie kann man mit diesen Lernerfahrungen, mit dieser Assoziation von Lernen, mit der diese junge Generation in die Unternehmen kommt, umgehen? Also, die bringen ja schon einen Riesensack mit und wie ich anfangs gesagt habe, sehr viel auch negative Erfahrungen, sehr, sehr viel schon Leistungsdruck, das lässt sich gut belegen, auch in den Interviews. Wie kann ich das in den Unternehmen umsetzen, wenn es dort heißt, ich muss lebenslang lernen, ich muss viele Qualifizierungen machen und so und der Mitarbeiter hat aber ewig eigentlich auch eine weniger gute Assoziation im Hinterkopf dazu. Aus meiner Sicht bieten sich da verschiedene Möglichkeiten. Also zum einen, dass man ja, Lernen wirklich zu etwas macht, was auch mit positiven Emotionen zu tun hat, was nicht in einem sehr starken formalen Kontext, also wirklich Seminare, Tage, wochenweise zu finden ist, sondern viel stärker informell öffnet. Austausch mit den Kollegen nicht nur zulässt, sondern auch fordert und einfordert. Abseits der Büros auch Möglichkeiten zum Austausch schafft, sowohl online als auch offline und dadurch zu einer Vernetzung von Personen und Wissen beitragen kann. Das wäre so eine Sache, wo ich mir vorstellen könnte, wo Unternehmen ja gut dran arbeiten können. Und dazu ist die Generation, glaube ich, auch breit und auch gut vorbereitet. Ich glaube, sie wartet einfach drauf. Gutes Stichwort. Was können die Besucher Ihres Workshops im Corporate Learning Camp erwarten? Was Sie erwarten können. Wenn Sie möchten, kann ich dort jede Menge Ergebnisse aus dieser Studie noch vorstellen. Ich würde sehr gern mit den Besuchern diskutieren, wie es gelingen kann, diese Veränderungen, die ja da sind, im Lernen und im Vernetzen für das Unternehmen zu nutzen. Was brauchen wir, um so eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen zum Beispiel? Was brauchen wir, damit sich Personen vernetzen? Wie kann es gelingen, Wissen in den Unternehmen transparent zu machen und dabei diese sozialen Netzwerkkomponente zu nutzen? Und auf der anderen Seite würde ich auch wirklich gern diskutieren, wie kann man das Lernen in den Unternehmen wirklich attraktiv machen? Also nicht im Sinne von, du musst jetzt zu einer Schulung, ich brauche noch diese und jene Weiterbildung, sonst kann ich vielleicht nicht den nächsten Karriereschritt gehen oder ich kann nicht diese und jene Aufgabe ausführen, sondern wie kann es gelingen, Lernen einen Stellenwert zu geben im Unternehmen, der, Uwe Wien hat das mal so gesagt, auch wirklich wertschöpfend sein kann, wo am Ende das Unternehmen von profitieren kann, also als selbstverständlichen Bestandteil in der Arbeitskultur zu integrieren. Das wäre etwas, wo ich sehr, sehr gern drüber diskutieren möchte. Das werde ich auf jeden Fall als Schlusswort nehmen, weil es ein sehr schönes ist. Ich würde Sie jetzt noch mal bitten, was sind die drei wichtigsten Punkte, die Sie aus Ihrer Studie rauslesen? Also zum einen, dass es studienbezogene Aktivitäten in den sozialen Netzwerken gibt, und zwar zu einem doch großen Umfang, also zwischen 15% und 45%. Zum nächsten, dass Lernen unterschiedlich assoziiert wird in beiden Ländern, also bei den Studierenden, die ich befragt habe, in Deutschland und in Amerika, und dass das Verständnis von Netzwerk ein sehr unterschiedliches ist. Frau Spieß, ich bedanke mich.
Ich bedanke mich auch, Herr Berger. Freue mich auf den Workshop und bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Sommer. Dankeschön, das wünsche ich Ihnen auch. Tschüss, Herr Berger. Tschüss.